So, guten Morgen zusammen. Und wie ihr bestimmt schon alle jetzt mitbekommen habt, gestern Abend habe ich es ja noch hochgeladen, weil der liebe Hans uns das quasi noch bestätigt hat, mit dem Arnold Schwarzenegger Skin. Wir gehen noch direkt rein in den Shop. Also es ist doch genau so passiert, wie wir das vorher gesagt haben. Es gibt jetzt das Zukunftskrieg-Paket für 2800 V-Bucks. Okay. Was? Die Vorschau? Ah, in zwei Varianten gibt es die. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe den Film, glaube ich, damals als Kind fünfmal geguckt. Ich finde, der Skin ist nicht so gelungen. Ich finde, so sah die halt einfach nicht aus. Ja, so, ja, jein, nee, nee. Ich finde, der Skin ist einfach nicht wirklich gelungen. Sieht ihr zwar ähnlich, aber eigentlich auch nur wegen den Klamotten. So, dann gucken wir uns nochmal den Arm an. Ach, das ist nur das Rücken, das zwar. Ah, ja. Kann ich mir das hier nicht angucken? Hm, das ist der T800. Das ist natürlich schon. Also, der Skin ist halt wirklich gut. Weil der halt ziemlich schmal ist. Also, zum Spielen ist er eigentlich perfekt. Ein ziemlich schmaler Skin, aber das Problem ist, die Schultern sind ein bisschen breit. Also da, was halt das Aim betrifft, da wirst du halt schon eher getroffen, würde ich sagen, wegen den Blumen. So, was haben wir noch? Die Techno-Griff-Axt. Da. Ah. Hat zwar jetzt nicht unbedingt mit Terminator zu tun, in meinen Augen. Aber irgendwas müssen sie ja machen. Hä? Oh, brennendes Salut. Das ist nice. Das ist wirklich nice. So, wie gesagt, das Ganze gibt es für 2800 V-Bucks, wenn ihr euch das ganze Paket holen wollt. Der T800 kostet 1,5, Sarah Connor 1,8, die Axt 800 und Salut 300 V-Bucks. Und denkt dran, wenn ihr mich wieder unterstützen wollt, gerne mit YT-FamilyHack. So, was haben wir noch? Dann haben wir entspannte Beißerin wieder drin. Mit dem passenden Rückenaccessoire. Ihr wisst ja, wie ich die Skins mag. So, was haben wir noch drin? Die männliche Variante. So, dann der Kleidhai. Naja, aber denkt dran, der ist zum Surfen. Also ihr werdet auf dem Kleider sein. Kleiner Hüsterchen. Dann die Pickaxe. Ja, sieht so ein bisschen cringe aus irgendwie. Dann noch die Farbe bzw. Tano. Also okay. Ist okay. Dann haben wir noch die Kaugummi-Bomberin. Auch wieder zurück. Die hat man definitiv schon mal. Da hab ich, ach doch, Season X, da habe ich doch angefangen. So, was haben wir noch drin? Kaugummi-Knüppel. Dann die Tarnung. Ach, die habe ich sogar. Wer die mir wohl wieder geschenkt hat, Grüße gehen raus. Derjenige wird es wahrscheinlich noch wissen. So, das war das. Was haben wir noch? Oh, die Sumpfmänner. Gibt es ja in vier verschiedenen Varianten. Mir persönlich immer noch die, glaube ich, am besten gefällt. Die ist eigentlich schon nice. So, was haben wir noch dabei? Die Sumpfjägerin. Ich sage euch schon eins, den Skin könnt ihr halt heute wieder, wenn sich einer traut, die 5000 Kanalpunkte einzulösen bei Twitch, habt ihr die Chance, den Skin zu gewinnen. Einfach mich suchen bei Twitch mit Family Hack und dann würde ich sagen, rein da. Der Skin ist eigentlich komplett in Ordnung. Das Gesicht sieht zwar ein bisschen cringe aus, irgendwie ganz seltsam, passt irgendwie nicht. So, dann haben wir das Papierflugzeug wieder drin. Es ist kompliziert. Aha, da werden sich einige freuen. Und die Pizza Party ist wieder zurück. Auch Gruß geht da raus an den, der mich beschenkt hat. So, haben wir sonst noch irgendwas Neues? Das Debrief ist immer noch drin. Hier unten hat sich nichts getan. Ich kann auch schon sagen, bitte die Welt ist heute auch leider gar nichts drin. Also keine V-Bucks irgendwie gefühlt. Gar nichts. Nur die Tagesaufgabe, die werde ich natürlich nachher auch noch machen. Hatte ich im Job gestern Abend eh schon alles ausgemacht. Bin noch eine rauchen gegangen. Fällt mir so ein. Ah, scheiße.
V-Bucks-Mission. Schnell nochmal reingegangen, schnell nochmal gemacht. So, dann würde ich sagen, erstmal, das war's. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. In dem Sinne, euch schon einen schönen Tag und haut rein.